Die Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump nimmt immer größere Züge an. Sonderermittler Robert Mueller stellt nun Trump höchst selbst in den Fokus der Ermittlungen. Ursprünglich sollte Mueller nur prüfen, ob Trumps Wahlkampfteam geheime Absprachen mit Russland traf. Bisher lag auch nur das Umfeld des US-Präsidenten im Fokus der Ermittlungen. Nun jedoch wird die Frage interessant, ob Trump die Justiz behinderte. Trump feuerte den FBI-Chef James Comey, nachdem dieser gegen ihn in der Russland-Causa ermittelte. Behinderung der Justiz wäre ein Hauptbestandteil eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens, welches Trump drohen könnte. Trump betonte bislang immer wieder, dass gegen ihn persönlich nicht ermittelt werde. Das ist nun nicht mehr der Fall. Ein Vertreter von Trumps Anwalt erklärte wütend zu sein, dass Informationen über das Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Comey veröffentlicht wurden. Dies sei unentschuldbar, ungeheuerlich und illegal. In der Zwischenzeit reagiert auch der Präsident selbst. Donald Trump veröffentlicht einen Twitter-Post, in dem er schreibt: Sie haben eine faule Geschichte zu Absprachen mit den Russen erfunden. Jetzt versuchen Sie es mit Justizbehinderung bei Ihrer faulen Geschichte. Das Weiße Haus wird nun de facto als Tatort behandelt. Jedes Wort der Trump-Mitarbeiter genauestens auf die Waagschale gelegt. Klar ist aber, dass Trump damit nicht bereits mit einem Bein im Gefängnis steht, wie manche äußern. Denn Mueller kann am Ende der Ermittlungen auch zu dem Schluss kommen, dass Trump nichts Illegales tat. Trotzdem gibt es mehrere Hinweise auf Behinderung der Justiz. Einerseits berichtet Ex-FBI-Chef James Comey, dass er von Trump im Februar dazu genötigt wurde, die Ermittlungen gegen dessen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Andererseits erklärte Trump die Entlassung Comeys damit, dass dieser in der Hillary Clinton-E-Mail-Affäre keine gute Figur gemacht hätte. Doch Trump erklärte erstaunlicherweise vor der Entlassung öffentlich, das Russland-Ding im Kopf gehabt zu haben. Unglaublich, weil das de facto einem Geständnis gleichkommt. Zuletzt hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten, auch Sonderermittler Mueller könnte gefeuert werden. Trump wirft diesem vor, nicht neutral zu handeln. Theoretisch könnte Trump nach Comey Mueller tatsächlich feuern.